Dankeschön an It's Maxi Time. Er schreibt, ihr seid geil. Und damit bin ich wieder da. Stream müsste wieder live sein. Auf Twitch dürft ihr mir ganz sagen, ob es funktioniert. Aber müsste normalerweise gehen. So. La 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 la. Bam. Und wir laden wieder, wo wir vorhin aufgehört haben, in den Ställen. Bei meinem guten Freund, der mir einen Korb gegeben hat. Wie hieß der doch gleich? Hä? Okay. Es crasht einfach in mein Gesicht. Dankeschön, Playmaster237 für den Follow. Ja, jetzt Maxi Time. Ich versuche die Community hier doch freundlich zu halten, sag ich mal. Lol Girl Ellie fragt, was hältst du von Stalker und übertriebenen Fans? Du bist jetzt nicht mega berühmt, aber bei anderen YouTubern. Shit. Der Spielstand scheint irgendwie nicht ganz zu funktionieren. Ich nehme mal einen etwas frischeren. Verdammt. Ja, Folas ist Hammer Fame, ist doch klar. Nehmen wir mal den hier. Keine Ahnung, ich find's echt unnötig, Stalker. Ich frag, was soll denn das? Jetzt hör halt auf! Skyrim, Mensch! Skyrim will heute nicht, dass ich spiele. Playmaster, mein kein Ding, Alter, du bist echt gut. Dankeschön, höre ich gern. Ich find's halt echt übertrieben, wenn Leute da tatsächlich so ultra stalken. Ich meine, das sind auch nur Menschen. Die wollen doch auch ein bisschen ihre Privatsphäre und Ruhe. Bitte crasht's nicht nochmal. Ah, geht doch. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich mit dem Typen schon geschlagen habe. Wahrscheinlich nicht. Ich mach mal nochmal schnell speichern. Oh, sorry, Jasmina. Genau, Ausrufezeichen, YouTube. Wenn ihr auf YouTube suchen wollt, findet ihr übrigens den Channel von mir auf Meta Union Plays. Also in einem Wort geschrieben Meta Union und dann Plays PLAYS. So. Ich habe mich mit dem noch nicht geschlagen gehabt. Bla bla bla. Ja, komm, wir schlagen uns. Oh. Wir schlagen uns mal ganz gediegen. Das hatte ich vorhin schon gemacht, aber der Spielstand geht ja gerade nicht. Jetzt prügeln wir uns noch mal eine Runde. Olé! Dankeschön, Yoshi, übrigens. Oh, Puffy! Puffy hat mir gefollowed. Dankeschön. Schlag mir noch eine Runde mit dem Typen hier. Aua! Für das, dass der sich so stark hält, kann er echt nicht so viel. Oh, so. Das reicht ihm. Ja. Allerdings, so. Playmeister meint Abo an dich. Dankeschön, das freut mich. In letzter Zeit lade ich wieder unbearbeitet allerdings ein paar Dinge hoch. Ein paar Folgen. Ah. Schade, so hieß er, genau. Simon Hühl, es geht schon weiter. Simon, drück mal F5. Ich stream schon wieder. Das ist bei Twitch echt ein bisschen tragisch. Wenn man schon vorher im Stream ist. Okay. Psst, Ruhe jetzt. Ich war ein guter Freund, weil ich dich geschlagen hab? What the hell? Egal. So, wir gehen nochmal in die Ding rein. Raver hat auch einfach F5 gedrückt. Congrats! Das ist normalerweise immer nur an die Leute gerichtet, die es auch tun sollen. Simon Hühl ist wieder da. Grüß dich. 260 Gold ist da einfach drin. Ich habe 11.000. Was geht eigentlich ab? Heilige Makrele. Sollen alle auf Hitbox kommen? Ist doch besser. Mein Card 5.000. Ja, ich finde persönlich ja Hitbox auch besser. Das ist verzögerungsloser. Also die Verzögerung ist definitiv geringer. Und warum liegen hier immer Äpfel rum?
Das geht so nicht. Ihr müsst mal ein bisschen gucken, ey. Leute, lasst doch nicht alles so rumliegen. Das vergammelt doch. So. Lol Girl Ellie spammt gerade. Oh Gott. Und Jasmina schreibt auch ja und es laggt nicht, das stimmt. Also tatsächlich, viele Leute, die Probleme haben auf Twitch, haben echt gute Erfahrungen gemacht mit Hitbox. Also wenn ihr wollt, hitbox.tv/MetaUnion, findet ihr den gleichen Stream hier mit sogar etwas weniger Verzögerung. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal irgendwelche Quests. Ah ne, ich muss hier noch, Moment. Triff Melbourne in Einsamkeit. Das ist noch meine Hauptquest. Bevor ich jetzt in Riften hier groß weitermache, ich mach mal die Hauptquest. Geh ich mal hier. Einsamkeit. Bam. Ja, manche Leute stehen lieber auf Twitch. Das ist kein Ding. Ihr dürft auch gern. Ach, ich hab den Ort noch nicht entdeckt. Oh, kacke. Okay, dann muss ich da noch kurz hinlaufen. Moment. Moment da. Oh, Jasmina schreibt, dass sie hat bei einer 100k-Leitung meistens nur 2 bis 15k. Das ist natürlich definitiv nicht ganz so geil. Aber da kann man meistens wenig dagegen machen. Ah, Yoshi beantwortet hier Fragen. Dankeschön. Yoshi, du machst deinen Job schon gut, das sehe ich. mit großer Macht kommt große Verantwortung, nicht wahr? Ja, meine Kopfhörer sind Razer Kraken Pro. Die sehen schön aus, sind auch nicht so schlecht. Bisschen basslastig. Wer auf Bass steht, dem wird das gefallen. Ach, das war diese scheiß Quest. Oh, fuck. Was labert der denn? Ich hab nichts gemacht. So, rennen wir mal da oben rein. So, Freunde, ich gehe dann jetzt mal. Bis bald. War mal wieder witzig heute, schreibt der Raver. Alles klar. Hau rein, Raver. War auch schön, dass du da warst. Schlaf gut. Bye. So. Oh, Raver. Oh nein, es wurde ja auch noch outgetimed. Das muss ich gleich rückgängig machen. Time. Unban Raver. Schau, hab dich unbanned. Ups. Armer Raver. Oh Mann. Jetzt habe ich auch einen Schluck auf. Ah, hier können wir noch mal zugucken. Das ist sehr unschön. Wie die mit den Kindern immer... Wie die immer zu denen ihr sagt. Sagen. So. Jetzt wird's gleich ziemlich blutig. Wer kein Blut sehen kann, ich sag's euch gleich. Richtig. Dem würde ich dazu raten, jetzt vorerst mal wegzuschauen. Ich sag, wenn's vorbei ist. Wer kein Blut sehen kann. Wegschauen. Ja, der Kopf ist definitiv ab. Unschöne Sache. So. Okay, wer kein Blut sehen kann, darf wieder herschauen. so. Und das ganze Spektakel ist vorbei. Wie, ich kann mir was wünschen? Sag mal. Ich wollte mir was wünschen. Hey! Das aber ist fies. Okay. So. Schauen wir mal rein in die Stube,
wo meine Quest auf mich wartet. Da hinten sitzt er. Der gute Mann. Der gute alte Melbourne. Unsere gemeinsame Freundin schickt mich. Wirklich? Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu spaßen. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt. Und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen. Ich bin bereit. Hier ist alles, was ich brauche. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Ich finde euch schon auf der Feier. Keine Sorge. So, geben wir ihm noch ein paar Pfeile. Zack. Was brauche ich noch? Was trage ich gerade? Meine ganze Ausrüstung natürlich. So, so. Und das hier. Questobjekte können nicht entfernt werden. Okay. Dann suche ich mir halt was anderes raus. Ausdauer erhöhen. Geht auch. Was? Noch ein Questobjekt? Nein! Dann halt hier. Schreie um 20% Wartezeit verringert. Jawohl, das klingt gut. Die Lederstiefel, das hier. Alles, was ich trage natürlich. Dann, mein OP Sephir. Ja, ich gebe ihm mal bei der Elfenleuche auch noch. Eisenpfeile, falls mir doch ausgehen sollten. Das soll mal reichen. Vulkanglaspfeile sind halt OP, ich habe nur 11 Stück. So. Jetzt überlegen wir uns mal noch, was brauche ich noch? Dietriche natürlich. Zeug aufschließen ist immer nice. Abgeschworenen Pfeile sind schlecht. Was zum Essen? Ach ja. Ah, ich gebe ihm noch ein paar Tränke mit hier. Gesundheit. Gegengift, wer weiß, mit was ich alles zu kämpfen habe. Bisschen Ausdauer wiederherstellen. Vitalität, Berserker, Volltreffer, Unsichtbarkeit ist auch nicht so schlecht. Ritter war, schwere Rüstung, ne, brauche ich nicht. Bin wieder da, schreibt Lulu. Alles klar. hi Lulu, willkommen zurück. So, das wollte ich sagen. So, noch ein bisschen hiervon, noch ein bisschen hiervon, davon, 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 vor allem die roten. Blub, blub. Einfach mal alle davon. Was brauche ich sonst? Nur Taschendiebstahl. Ach, warum nicht? Ich nehme eh wieder zu viel mit, ist schon klar. Werde ich eh nicht alles brauchen. Bücher, Schlüssel, mein Gold? Nee, werde ich nicht brauchen. Irgendwelche Drachenklauen? Ich glaube, ich bin soweit. Gut ausgerüstet. Simon Hühl, nein? Ich rauche nicht, hatte ich vorhin mal erwähnt. Und ich bin auch gegen Rauchen. Also zumindest werde ich nie rauchen, wenn andere Leute rauchen. Finde ich zwar nicht unbedingt schön. Und meine Freundin darf auch nicht rauchen. Aber sonst bin ich da... keine Ahnung, habe ich da keine so großen Vorurteile dagegen. Ist mir das egal, ob andere Leute rauchen. Kann ich eh nichts gegen machen. Ist ja die Gesundheit der anderen. Genauso ist es mit Drogen. Ja, das soll mal gut sein. So, bitteschön. Nimm mein ganzes Zeug. Ich bin jetzt nackig. Hab nur noch dieses Amulett um. Super geil. Ja, ich finde auch, das ist die richtige Einstellung. Ich habe echt noch nie in meinem Leben geraucht und ich bereue es nicht wirklich. Das einzige Mal in meinem Leben, wo ich gefragt worden bin, ob ich rauchen möchte, war bei einem Kumpel, da war ich auf seiner Halloween-Party. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn eine rauchen will. Und ich habe gemeint, nee, danke. Genauso ist es auch immer, ja gut, Shisha halt immer. Shisha ist mir auch schon öfter natürlich angeboten worden, aber ich verneine dann jedes Mal. Es war nicht so geil, wenn alle da rumsitzen im Kreis und jeder mal zieht, aber ich bleib da meinen Prinzipien treu. Yoshi meint, der muss halt früher auf. Ich speichere mal kurz zwischen. Sorry, sag ich schon gute Nacht an alle und viel Spaß noch mit Folas und Folas bis morgen. Also bye bye und gute Nacht, Meta-Man.
Metaman ist weg. So, jetzt. Alles klar, schlaf gut, dir auch noch eine gute Nacht, hau rein. Ciao, Zen. Und LOL Girl Ellie meint, red mal über Fans. Wie soll ich über Fans reden? Wobei, ein bisschen was kann ich ja vielleicht sagen. Zum Beispiel die Leute, die mir schon ewig lang zuschauen, sind natürlich die gute alte Cookie Chrissy, die Rosa, auch bekannt als Hello Kitty. Ja, Melbourne ist Shuttler. Gut, ich habe eure Einladung zur Feier. Aber an den Wachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie... Und das heißt, ihr müsst... Wenn ihr bereit seid, ihr werdet... In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf... Ja, hab schon verstanden. Ich muss das Zeug anziehen. Das sind auf jeden Fall die... Leute, die mir schon ewig zuschauen. Oh, ich zieh mir hier noch so einen schönen... Jade-Diadem an. Oh. Ein Diamantring. Ja. Ich gönn mir mal richtig. Zieh mir so richtig, richtig schmucke Sachen an. Ich meine, jetzt habe ich die fettesten Ringe und so an und lauf mit so ein bisschen billigem Zeug rum, egal. So werdet ihr als ein echter Gast durchgehen. Und ich erinnere mich noch an zwei andere Leute. Erzähl ich gleich. Ja, ja. Ich bin bereit. Bewahrt den Rest meiner Dinge gut für mich auf. Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Die fängt jetzt bestimmt ein neues Leben an. Und stiehlt mein ganzes Zeug, mein Hab und Gut. Ich meine, ich habe 11.000 oder 12.000 Gold ihr einfach gegeben. Naja, whatever. Also, zwei andere Leute, von denen ich noch erzählen wollte. Der eine hat mal irgendwann mit mir angefangen. Ja, aber klar doch. Der eine hat mal gemeint, Folas kann man ja auch nur abzocken. Bist du fies. Schlüssel erforderlich. Oh, ich muss mal mit dem Typen hier reden. Hier bitte! Ja, danke schön. So. Der eine Typ hat mal mit mir Smash gespielt. Das war absolut krank. Nicht weil er gehackt hat. Ich habe den dann im Skype sogar eingeladen. Und er... Ich werde immer unterbrochen. Gott verdammt. Wirklich nettes Fest. Ihr müsst wissen, ich bin zum ersten Mal hier. Wo bekommt man hier etwas zu trinken? Keine Sorge. Auf meinen Feiern gibt es stets das Beste, was das Land an Speisen und Getränken zu bieten hat. Aber ihr wolltet euch noch vorstellen. Bitte erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses Nachhimmelsrand? Was gibt es, Malbon? Wir haben leider kein Altowein. Natürlich. Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, Frau Botschafterin. Verzeihung. Wir müssen uns später besser bekannt machen, bitte. Ciao, Simon Hühl. Schlaf gut. So. Diesen Typ, mit dem ich Smash gespielt habe, habe ich dann in Skype eingeladen. Und das Einzige, was er während dem Stream die ganze Zeit am Sagen war, war ja und nein. Er ist einfach rumgelaufen, rumgehüpft und hat dann ununterbrochen einfach die ganze Zeit ja, 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 nein, 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 nein. Und es ging so ununterbrochen für eine halbe Stunde oder Stunde, bis ich dann irgendwann zu ihm sagen musste, dass ich jetzt was anderes spiele und ihn erstmal auflegen werde. Und seitdem habe ich mit ihm nie mehr Kontakt gehabt. Das war eine absolut verrückte Geschichte auf jeden Fall. Oh, arme Sturmis. Ja, was benötigt ihr? Ich bin bereit. Natürlich. Lasst mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Ich werde an der Tür darauf warten, dass alle abgehen. Wie dieser Krug wackelt. Oink, oink, oink. Ah, wenn ich ihn also angucke, hört auf. Seltsamer Krug, ja.
Der ist sehr, sehr merkwürdig. Ich habe die Quest hier schon mal gemacht, deswegen überspringe ich das jetzt ein klein bisschen. Wie war denn das? Moment. Ich glaube, ich muss so machen und dann, ich möchte etwas zu trinken. Nimm jetzt dem seinen Weinbrand und gebe ihn weiter an den Typen hier. Genau. Ja, dann sage ich ihm, er kann was für mich tun und zwar die Aufmerksamkeit auf sich nehmen. So! Und der zweite Typ hat auch mit mir Smash gespielt. Und war dann im Skype dabei. Ja, so. Jetzt sind alle abgelenkt und wir können ganz gechillt hier hinten raus. Ich erzähl gleich fertig. Ist gerade ein etwas viel Geschwafel lastiges. Ein Gast fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast in der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Sie kehrt einfach durch diesen Korb durch. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Alles klar. Oh, ich kann auch alles nehmen. So. Wie gesagt, gleich wird es ein bisschen ruhiger, dann kommen wir zu mehr. Das wird jetzt dann gleich sein. So. Genau, ich bin jetzt endlich mal auf mich alleine gestellt. Und noch weniger Geschwafel. So. Ich hatte mal diesen Typ. Den habe ich in Skype eingeladen und er wollte mit mir Smash spielen. So habe ich ihn also eingeladen in Smash und habe ihn eingeladen. Oh, hier ist eine teure Robe. Aber die brauche ich nicht wirklich, weil sie für Zauberer ist. Habe ihn also eingeladen in Smash, eingeladen in Skype und wir fangen also diese Runde an. Ich denke mir von vornherein, Gottverdammt, der Typ spielt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bis ich dann irgendwann mal realisiere, dass es doch ziemlich stark danach aussieht, dass er eine Kill-Aura drin hat. Und ich denke mir so, Mensch, wie versuche ich das jetzt dem beizubringen? Und auf jeden Fall war ich mir am Anfang eben noch nicht so super sicher. Ich war mir, wie gesagt, noch nicht so super sicher, ob der tatsächlich am Hacken ist. Und so habe ich dann noch auf den richtigen Moment gewartet. So, ich muss da unten rein, ne? Oh, shit. Wie soll ich da denn hinkommen? Oh, Dreck. Und auf jeden Fall ging es dann irgendwann so weit, dass er... Oh, shit. Mit gezogenem Bogen mich geschlagen hat und ich weiß nicht, da war irgend so eine Situation, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das war jetzt richtig übertrieben. Und auf jeden Fall habe ich dann irgendwann so ganz normal zu ihm gemeint, ja, ich finde es ja echt cool, dass du mit mir mitspielst und mich freut, dass du auch echt nicht schlecht bist. Aber ich finde es doch ein bisschen traurig, dass du hacken musst, wenn du... Oh shit, ich heb den Korb jetzt so vor mein Gesicht, dann sieht er mich nicht. es ist doch recht traurig, dass du hacken musst, während ich mit dir hier am Streamen bin. Und dann hat er nur so gemeint, ja, ich hack ja gar nicht. Und dann habe ich nur so gemeint, ja, ich sehe es ja ganz genau. Und er hat es dann trotzdem noch eine Weile gemacht. Ich habe ihn, glaube ich, dann aufgelegt oder keine Ahnung. Keinen Bock mehr gehabt irgendwann. Oh, oh. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nein! Du siehst mich nicht! Nein, ich bin nicht da! Oh oh, sein Kopf guckt durch. Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht da. Geh wieder. Hä? Ich glaube, das funktioniert tatsächlich mit diesem Korb. Ich stecke denen jetzt einen Korb auf den Kopf. Und dann funktioniert das auch. Oder wie? Oder ist es einfach gerade so ultra einfach? Ich weiß ja nicht. Ich habe halt Hacks an, ich sehe schon. Ja. Okay. Okay. Jetzt habe ich gerade verkackt. Schade, schade, Schokolade. Ai. Das ist jetzt aber traurig. Äußerst ungünstig. So, ich hau wieder ab. Jetzt muss ich erstmal kurz nach meinem Equip schauen. Oh man, shit. Die hier sind starker. Oh! Da ist ja auch einer. Oh nein, das sind zu viele. Keine Chance. Haltet deine Lapp. Oh shit, der killt mich. Ja, die Magier sind hier immer ultra stark. Aua. Okay, okay, okay. Dann machen wir das nochmal langsam. Nee, hier wollte ich eigentlich nicht. Egal. Im Moment bin ich ja versteckt oder so. Vielleicht ist ja hier niemand mehr. Wieder zurück zum Spiel von den Zuschauern, zum Spiel von den Fans. Falls man da Fan zu sagen kann, ich meine, der Typ hat ja, ist ja kein wirklicher Fan, wenn er so zuschaut. So. Zieh mein Equip wieder an. Jasmina, was heißt denn Papa GG, bitte? Oh, da ist dieser Typ, dieser Magier-Typ. Aber vielleicht kann ich ihn... Huh! Zwei Schuss und er ist tot. Lässig. Das letzte Mal war das so ultra heftig. Aber ich habe die Schwierigkeitsstufe auch ein bisschen runtergesetzt, von daher... Sehr lässig. Talmor Hood. Hood. Okay, ich bring mal seine... Oh Gott, seine Leiche weg, wollte ich sagen. Aber der ist ja... Definitiv schwerer, als ich gedacht hatte. Oh shit. Ah ne, wenn ich ihn vorne pack, geht's besser. So. Ach so, ne Jasmina, ich sehe leider keine Emote-Icons. Ich verstecke den jetzt hier hinten. Weil wenn Leute Leichen sehen, werden sie tatsächlich... Vorsichtig. Ja, jetzt komm. Geh da einfach nach hinten, bitte. Wie so ein Ampelmännchen. Aha. Das sieht doch mal ganz, ganz gut aus. Naja. Unauffällig ist anders. Ah? Doch jetzt? Auf den ersten Blick sieht man es nicht. Ist ein Quadrat, wo GG Noob drin steht. Oh. Hart, hart. Jetzt hast du mich aber gedisst, Mann. Gegrillter Lauch. So. Vielleicht bringe ich auch die Wachen hier einfach um. Vielleicht ist das die einfachere Variante. Nicht hier sneaky-beaky-like rumwatschen. Sondern einfach kurz und knackig die Leute kurz umnieten und fertig ist. Warum steckt denn da jetzt noch... Hä, ich kann hier diesen Typen durchsuchen. Dem seine Leiche liegt aber nicht mehr. Whatever. Whatever. Geschichte und Kultur? Ah, ne. Gibt kein Skill. Schade. Okay. So. Den Typ einfach mit zwei Schuss weggemäht. Lässig, echt. Das gefällt mir jetzt gerade. Die Alduin bzw. Akatosh. Dichotomie. Was ist denn eine Dichotomie? Hab ich ja noch nie gehört. So. Jasmina, viel zu still. Es ist still. Zu still. Ja, wenn ich kein Minecraft spiele, dann schalten die meisten Leute raus. Es schauen eh nur noch 5 bis 6 Leute zu. Ich meine, das ist... Nicht gerade so berauschen, ne?
Da haben wir während Minecraft definitiv ein paar mehr. Ich bring diesen Typen einfach mal um, ne? Die andere Wache scheint gerade nicht da zu sein. Nehmen wir mal... Jetzt komm mit... Oh, shit. Mach die Wache da. Chill ihr Leben. Aber die sieht gleich die Leiche. Nee, nee, Nightbot und Moober zählen nie mit. Das sind keine wirklichen Zuschauer, die sind nur im Chat quasi angemeldet. Komm mit, du Leiche. Hopp, hopp! Beweg deinen Arsch! Rauf die Treppe. Hallo? Oh, verzieh dich mal, du fette Leiche. Oh Gott. So. In Sicherheit gebracht. Playmaster Sniper Skill. Aber sowas von. Da habe ich ausgepackt meine Skills. Oh. Shit. Das ist schon mal nicht so einfach. Ich muss die halt, ich mache halt dreifachen Schaden, wenn ich die unentdeckt treffe. Die Gegner. Das macht die Sache natürlich etwas einfacher. So, hier noch ein paar Regenerationstränke und so ein Zeug. Ich glaube, jetzt kommt er gleich. Ja, habe ich ihn doch gehört. Ja. Bam! Fällt einfach hin. Ah, hat er vielleicht Zeug, das besser ist als meines? Elfenhandschuhe? Elfenstiefel? Habe ich nämlich vielleicht leichte? Die sind nämlich nicht so gut. Ne, ich habe eine Elfenrüstung, die ist 60. Elfenhelm. Leichte Elfenpanzerhandschuhe, die sind 16. Und seine sind 18. Die nehme ich mir direkt, okay. Das ist abgemacht. Ich gebe ihm meine alten. Hier kannst du... Ach ne, Vorlass. Kann er haben. Meine alten, leichte. Die gebe ich ihm quasi. Ablegen. Und ziehe dann die anderen... an. So. Jetzt bin ich glücklich. Sehr nice. Vorlass, holst du dir Assassin's Creed Unity? Oder hast du es schon? Nee, hol ich mir gar nicht. Ich bin kein Assassin's Creed Fan. Ich fand es am Anfang mal recht cool, aber mittlerweile zocke ich das nicht mehr. Frag mich, ob hier noch jemand kommt. Ich weiß es eben nicht sicher. Aber vorhin war hier... Oh, Timerstiefel. Nee, Assassin's Creed ist nicht ganz so mein Ding. Ah, ich muss da hoch. Hä? Wo muss ich denn hin? Jasmina schreibt doch nicht immer auf zwei verschiedenen Plattformen. Einmal schreibt sie auf Twitch, dann wird auf Hitbox die Antwort, da die Frage. What the hell? Mach's mir unnötig schwer. Mach's wahrscheinlich nicht mit Absicht, das ist mir schon klar. Ah, ich muss dann wahrscheinlich doch hier raus. Wie auch immer. Ich speichere mal vorher. Weil da draußen sind Wachen und wenn die mich sehen, dann gibt's Probleme. Probleme! Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich das okay auf Hitbox geschrieben habe. Lass ich. Ruhe! Mach keinen so einen Lärm. My friend. In der Ruhe liegt die Kraft und so, ne? Der Typ da hinten, der stört, der mich jedes Mal killt. Und deswegen kriegt er dieses Mal als erster den Pfeil ab. Oh shit. Das wird wohl nix. Wenn der Zauberer stirbt, dann ist alles gut, ey. Ja, jetzt kommt er um die Ecke. Oh! Bitte! Ne, ne, der heilt sich gleich. Hä? Wo sind die anderen denn? Über mir? Egal. Ich bleib jetzt erstmal so ganz gechillt. Pfeile mitnehmen. Ne, ne, da ist niemand. Ich bin hier nicht. Seine Lüge. Nein. Niemand. Wo sind die denn? Jetzt sind sie nicht mehr da. Jetzt bin ich wieder versteckt. Jetzt wird die Musik wieder ruhiger.
Hä? Waren die da oben? Ich hab sie... Och! Da ist einer! Sieh einer an. Hä, waren das die? Ach, egal. Auf jeden Fall habe ich sie abgemurkst und damit bin ich schon ganz glücklich. Mehr wollte ich auch gar nicht groß. Ein paar Talmor abmurksen ist jetzt nicht so tragisch. Soll gut sein. Jetzt komme ich auch mal hier rein. Aber ich glaube, da warten gleich die Nächsten auf mich. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob ich da entdeckt reinkommen. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Wir machen mal hier ein auf Assassin. Ich bin dafür, dass du eine Runde Karaoke-Party jetzt machst. Nee. Sorry. Soll ich die einfach killen? Ich speichere mal kurz zwischen. Der stirbt einfach mitten im Gespräch. Ist das nicht traurig? Hä? Der Typ chillt einfach. Denkt sich so, ja. Hat halt einen Herzinfarkt gehabt. Kann ja nicht so schlimm gewesen sein, wa? Mein Gott. Was will man machen? Der arme Mann. Okay. Tötet ihn einfach vor seinen Augen. Er chillt. Er macht halt seine Arbeit weiter oder so. Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Ich glaube, da rechts rein. Oder? Schon. Hä? Ultra komisch manchmal, diese Leute. Stirb vor meinen Augen! Naja, gib mal keinen Fick. Alles klar, Playmaster. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Und vielleicht sieht man sich ja morgen um 19 Uhr wieder. Wäre auf jeden Fall cool, wenn du wieder da wärst. Bis dahin. Tschüss. So, ich schau mal noch ein bisschen rum hier. Oh. Experte. Botschaft. Oh, shit. Das ist der Kerker. Vielleicht muss ich da, beziehungsweise will ich da noch rein. Mensch, Gisur. Wie liegst du denn da? Leg dich mal besser hin, ey. Sieht unbequem aus. Sau unbequem. Oh, hier muss ich hin. Lol, nice. Easy. Schlüssel zum Verhörzimmer. Alles mal mitnehmen. Muss ich das lesen? Ich weiß nicht. Objekte. Bücher. Okay. Das eine. Noch eins. Ich tue mal so, als ob ich es lesen würde. Vielleicht passiert dann irgendwas. Mit der Quest. Ne, sind alles meine Teile. Kultistenbefehle ist normal auch nicht. Reise nach Solstheim, ja, okay. Lies den Befehl des Kultisten, habe ich abgeschlossen. Passt. Okay. Nö. Marsch jetzt. Ah, da muss ich runter. Aber vielleicht will ich erst noch hoch. Oben noch abchecken, was so geht. Da ist bestimmt die Party am Laufen. Oder da ist der eine Typ, den ich noch töten wollte. Wer weiß das schon. Da ist er nicht. Da scheint er auch nicht zu sein. Tür mal zumachen. Ganz langsam und vorsichtig. Um alle Ecken rum. Da kriegt man echt Schiss. So,
Wird er ein bisschen Gold mitnehmen? Hat da jemand die Tür aufgemacht? Ich dachte schon. Junge, Junge. Da kriegt man bei solch einer Stille Paranoia! Paranoia! Krieg ich da? Bisschen Gold. Bisschen Gold. Die Katzen von Himmelsrand. Wichtige Bücher! Höchste Ausdauer. Stärke. Nicht, dass der Typ jetzt direkt vor der Tür steht. Wo ist der denn hin verschwunden? In den Kerker? Oder was ist passiert? Hallo, hallo. Lebt niemand mehr. Ich räume einfach mal leer die Bude. Ich gönn mir mal. Ja. Ist auch ganz chillig. Nehme ich mir ein paar Sachen mit. La 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 la. Okay. Gut. Dann gehe ich halt tatsächlich da runter. Oder ist hier noch jemand? Hallo? Nee. Ich hüpfe da einfach mal runter. So unbedarft einfach mal. Ja, wird schon nichts passieren. Okay. Dann muss ich da wohl wirklich rein. Aber ich habe ja den Schlüssel gefunden. Das heißt, es geht auf. Sesam, öffne dich. Super nice. Oh. Ja, da sitzt er. Das war der Typ von gerade. Und ich muss an diese Kiste hin. Aufhören, bitte. Das ist alles, was ich weiß. Sonst hätte ich es euch schon erzählt. Oh, shit. Schweigt. Ihr kennt die Regeln. Sprecht nur, wenn ihr angesprochen werdet. Meister Rolindil wird die Fragen stellen. Beginnen wir von neu. Nein. Ich kann ihn nicht treffen. Ich muss wohl andersrum. Auch wenn die mich eigentlich schon entdeckt haben, aber irgendwie noch nicht ganz. Wie immer. Ganz ganz normal. Ja. Oh, die habe ich gemeuchelt. Oh Mann. Der German Gamer müsste noch da sein. So. Störungszauber, ja. Nehmen wir uns doch mit. Alles, was es so gibt. Beständiger Schutz. Seelensteine. Elfendolche habe ich schon, danke. Großer Seelenstein, ja klar. Gib mal her. Pfeile. Aber ich glaube, German Gamer ist irgendwie ein bisschen AFK. Noch ein Dosier. Whatever ein Dosier ist. Armer Mann, was haben sie dir angetan? Ich möchte alles noch einmal hören. Nee, nee, nee. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Keine Zeit für Erklärungen. Lasst uns hier verschwinden. Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Ja, ja, außer dir, Jasmina, ist jetzt alles tot. Moment, vielleicht wisst ihr etwas Wichtiges. Ich hoffe es. Wenn es hilft, sie durch die Mangel zu drehen, helfe ich gerne. Sie suchen einen alten Mann namens Esbern. Es hat was mit Drachen zu tun. Das habe ich mitgehört, als sie dachten, ich wäre nicht da. Ich habe in Rifton jemanden gesehen, den sie für diesen Mann halten. Ich weiß nicht viel, noch nicht mal, wo er lebt oder wie er heißt. Aber sie schienen sehr aufgeregt. Das war alles. Jetzt lasst uns von hier verschwinden. Klingt gut. Ich werde euch folgen. Wie ihr wollt. Aber erstmal sollten wir gehen. Oh Gott. Hört zu, Spieler. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Ergebt euch auf der Stelle oder ihr werdet beide sterben. Macht nichts. Ich bin sowieso schon tot. Rot ist stark überbewertet. Das war jemand, hätte er die Erdbeeren sollen. Nein! Lass den Mann in Frieden! Ihr hässlichen Wachen! Ah,
Also wir waren jetzt einfach alle umgeboxt. Zu geil. Wo ist der? Elvens Salon. Nee. Egal, wie ich da hinkomme. Oder? Da war ich ja gerade. Da komme ich ja her. Da kann es nicht sein. Hä, da ist er ja. Melbourne. Die Talmor werden mich nun für den Rest meines Lebens. Oh. Den habe ich gerade gerettet, ach so. Ja, wir hoffen es doch mal ganz stark. Vorher schaue ich mich noch ein bisschen um. Geduld, Geduld, die Herren. Ich habe alles im Griff, alle getötet. Euch kann nichts passieren. La 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 la. So, wir gehen mal da runterkommen. Mit einem Schlüssel. Und wo ist dieser Schlüssel? Die Talmor werden mich nun. Ich habe gesehen, wie die Wachen Leichen in diese Richtung geschleppt haben. Das hä? Ein Ausgang sein. Schlüssel, Schlüssel. Hab schon was verpasst. Nee, da bin ich gar nicht hergekommen. Stimmt ja nicht. Ich bin daher gekommen, da hinten. Ah. Jasmina, das hätte dir ja auffallen können. Mensch, wir gehen mal hin. Jetzt drehst du wohl völlig durch, oder? Nee, nee. Das ist doch die Musik bei SpongeBob, der Film. Wie heißt denn der? Wie heißt denn der Song? Oder wo kommt denn der? Ah, ich glaube bei diesen Fadenwürmern, oder wo war das? Hä, wieso fehlt mir denn jetzt ein Schlüssel? Hat der den? Hat der einen Schlüssel? Kein Schlüssel. Wieso fehlt mir denn immer ein Schlüssel? Das ist echt faszinierend. Wie mir jedes Mal schaffe ich es, dass mir ein Schlüssel fehlt. Ich meine, hä? Bin ich dumm? Ich habe doch alle Leute durchsucht hier. Den hier auch. Der hat ja nichts. Ein Schlüssel ist hier nicht mehr drin. Hä? Wo ist denn dieser Schlüssel? Die Schloss kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Der hat auch keinen. Den haben sie ausgenommen, ist klar. Liegt der hier vielleicht irgendwo rum? Diese Quests sind manchmal echt komisch. Wieso fehlen mir immer Schlüssel? Hä? Immer fehlt mir ein Kackschlüssel. Das darf doch nicht wahr sein, echt. Hab ich was verpasst? Hab ich was vergessen? Entkomme aus der Botschaft der Talmor. Ja, das schaffe ich auch ohne da unten durchzugehen. Wo soll der Schlüssel denn sein? Der hat keinen. Der hat definitiv keinen. Hallo? Bin ich kacke? Schlüssel erforderlich. Woher soll ich den Schlüssel jetzt finden? Liegt der vielleicht in einem Fass? Nee, Mehlsäcke. Nee, Kartoffeln. Oder waren es Karotten? Das stresst mich jetzt echt schon wieder. Das kann nicht wahr sein, dass mir jedes Mal ein scheiß Schlüssel fehlt. Das kotzt mich jetzt langsam echt an. Und dann die Quest sagt ja auch nicht, wo der Schlüssel ist. Es sagt einfach nur, da muss rein. Aber keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Jetzt das ist nicht das erste Mal, dass mir ein Schlüssel fehlt bei irgendeiner Quest. Das ist jetzt schon die zweite. Bin ich blind? Oder ist das Spiel irgendwie gerade ein bisschen unfähig? Ah, falscher Schlüssel. Ah, oh, hab nichts gesagt. Da ist noch einer. Okay, jetzt habe ich genügend. Das sollte dann auch mal reichen. Ah, da sind noch meine Pfeile drin, die ich versehentlich daneben gepfeffert habe. Hier müssten meine... Ah ja, da stecken sie drin. Man sieht's kaum. Okay, okay. So, jetzt gehen wir. Gehen wir halt den normalen Weg ran nach unten. Nicht den Swagger-Weg. Warum habe ich die Typen nicht?
durchsucht. Klings Leidero, mein Schlafenszeit. Bye bye, hau rein und gute Nacht auch an dich. Hoffentlich sieht man sich morgen um 19 Uhr wieder. Dann spiele ich wieder Minecraft für euch, meine Freunde. Mit dem guten Gollum sogar. Oh, hier ist Laub? Ja. Ein übler, übler Troll. Troll! Die tanken das schon. Die halten den Troll schon hin, wa? Ist ja nur ein Troll. Bam! Da haben wir's. Das war's schon wieder für den Troll. Mein Pfeil zurück. Dein Fett will ich nicht. Oh, da liegt schon noch einer. Oh, und noch ein ungewöhnlicher Stein. Diesmal habe ich ihn gar nicht klauen müssen. Das hat ja gar nicht gestimmt. Der vorhin hat gesagt, man muss den geklaut haben. Wobei, vielleicht hat ihn dieser Novize geklaut. Dann, ja. Dann okay. Aber sonst nicht okay. So, ich muss jetzt hier raus. Schauen wir mal. Was habe ich denn für Optionen? Wohl einen Weg. Oh. Hm, ja. Ich dachte, da kommt jetzt voll das fette Labyrinth oder so. Aber nee. Oh, spricht mit Delfin. Delfine. Wie auch immer. Ja, die Leute rennen jetzt einfach mal davon. Okay. Schaffe dir deine Ausrüstung. Wäre ganz cool, wenn ich mein Zeug wieder bekomme, ja. Wo muss ich denn hin? Ich kann ja auch schnell reiten, ich meine. Muss ja dann jetzt nicht mir. Ja, bis nach Flusswald laufe ich nicht. Schnell reiten und go. Ah, so. La da 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 da. Wir stecken unseren Bogen wieder ein in der Stadt. Kommt immer nicht so doll. Und wir besuchen Delfine. Hallo. Delfine. Ich bin wieder da. Oh, ich werd langsam schon wieder müde, ich merk's, ey. Ja, man merkt's, aber wenn ich so anfange weniger zu reden, dann werd ich normalerweise langsam müde. Oh ja. Ups. Hallo Delfine, was mache ich da? Ah, das ist meine Ausrüstung. Zack, alles nehmen. Aber natürlich. Die Talmor wissen nicht über die Drachen. Nichts. Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Wenn ihr mir sowieso nicht glaubt, weshalb habt ihr mich dann überhaupt damit beauftragt? Schon gut, ihr habt ja recht. Ich war so sicher, dass sie dahinter stecken würden. Wenn nicht die Talmor, wer dann? Oder was? Ich bin's. Ich weiß nicht, aber die Talmors suchen nach einem gewissen Esbern. Esbern? Er lebt. Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Was wollen die Talmor von Esbern? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Ja. Die Talmor glauben also, dass die Klingen von den Drachen wissen? Welche Ironie, nicht wahr? Die eingeschworenen Feinde glauben, dass jedes nur erdenkliche Unheil ein Schachzug der Gegenseite ist. Dennoch müssen wir Esbern vor ihnen finden. Wenn jemand weiß, wie man Drachen aufhalten kann, dann er. Wissen Sie, wo er ist? Sie scheinen ihn in Riften zu vermuten. Wenn ihr mich schon für paranoid haltet,
Es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. 30. Eisherbst, alles klar. Warum ist es so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Die Klingen haben das Drachenblut stets geschützt und geführt. Aber den Grund dafür hatten wir vergessen. Nun liegt unsere Aufgabe klar vor uns. Ich bin alles, was von den Klingen noch übrig ist. Und ihr seid das Drachenblut. Zusammen werden wir diese Drachen aufhalten. Und wenn wir jeden einzelnen von ihnen wieder unter die Erde bringen müssen. Ja, Jasmina, ich denke schon noch dran, dass ich mit dem Stream aufhören will, aber ich habe gerade Bock. Was ist mit den Klingen passiert? Warum flieht ihr? Es waren die Talmoor. Seit 30 Jahren bringen sie jede Klinge zur Strecke, die sie finden können. Dank des Weißgold-Konkordats konnten sie ungestraft im gesamten Kaiserreich operieren. Vielleicht mache ich ja auch eine Viertelüberstunde oder so. Weißgold-Konkordat? Was ist das? Eieiei, alles klar. Wer sind die Talmoor? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Wollt ihr die lange oder die kurze Version hören? Bitte die kurze. Elfen, die den Alphiribund regieren. Eingeschworene Feinde des Kaiserreiches und aller Dinge, für die das Reich steht. Vor 30 Jahren fielen sie in das Kaiserreich ein und standen kurz davor, es zu zerstören. Dabei haben sie auch die Klingen zerschlagen. Seither arbeiten sie darauf hin, das Kaiserreich zu schwächen, wo sie nur können. Okay. Bye. Ich lasse mal ein bisschen was in deiner Truhe hier liegen, weil ich habe zu viel bei mir, meine Gute. Meine Guteste. Was hat denn viel Gewicht? Ja, der natürlich. Der natürlich. Ich will das Zeug ja nicht abgeben, aber zumindest wissen, wo ich es denn wieder finde. Ein Falmerschild. Yeah. Wie hässlich. Gott, echt. Hä? Wieso habe ich die Handschuhe nicht an? Ah ja, die sind schwer. Deswegen war das. Ich erinnere mich. Festliche Kleidung brauche ich wohl auch nicht mehr. Ja, die Diadem, bla. Ach ja, genau. Ich wollte sortieren nach Gewicht. So. Das weg. Das Pelzschild habe ich, glaube ich, immer an. Die Dynamo-Kern, der wiegt einfach 4. Habe ich 2 Stück dabei. Zwergendolche brauche ich auch nicht. Bärenpelze gerade auch nicht. Orgische Dolche nicht mehr, nein, danke. Ja, Käseräder die ganze Zeit mit mir mitschleppen, macht auch nicht so viel Sinn. Hier noch ein bisschen Mammutbraten. Egal, den peile ich mal. Ja, und sonst ist halt viel einzelnes Zeug. Aber das soll mal wird er an Gewicht reichen. So, Jasmina, wenn du wieder da bist, darfst du mir gern kurz schreiben, ob du schon aufs Handy gewechselt bist. Türen wieder auf. Sehr, sehr schön. Ah! Hey! So, alles wieder schön verschließen. So wie sich das gehört. Meine Dame. Nein, ich bin zufrieden. Gehen wir da wieder raus. An die frische Luft. Und was gibt es hier? Ich muss jetzt wo genau hin? Riften, diesen Menschen besuchen. Diesen Brien. Nee, nicht Brynjolf. Das war irgendwer anders. Egal. Dieser Mensch. Brynjolf war der, um in die Diebesgilde zu kommen. Ja, das weiß ich noch. So. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Oh, da hinten scheint er zu laufen. Ich renne ihm mal ein bisschen hinterher.
Halt! Ah, ne. Noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Was laberst du denn? So, schreibe jetzt wieder über Hitbox. Okay, Jasmina. Alles klar. So, Drachenblut, ne? Reise nach Solstheim? Kultisten waren das? Ah, das ist Addon. Das spiele ich später auch noch. Ah, okay, ich muss doch mit Brynjolf reden. Mist. Halt, stopp! Warte auf mir, Brynjolf! Bitte, was? Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Das kann ich sehen. Woher wollt ihr das wissen? Alles eine Sache der Einschätzung. Wie jemand geht, was er trägt, all das sind klare Signale. Mein Vermögen geht euch nichts an. Woran habt ihr gedacht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Warum soll ich Brandschei den Ring unterschieben? Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin den ganzen Tag über auf dem Marktplatz. Von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Kommt vorbei, falls euch noch danach ist. Warum tun wir Brandschei das an? Wir sollen Brandschei daran erinnern, sich nicht in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen. Da wir nicht die dunkle Bruderschaft sind, werden wir ihn nicht töten. Wir werden nur dafür sorgen, dass er ein paar Tage im Gefängnis sitzt. Okay. Ich werde am Morgen... Was habe ich denn im Unklaren gelassen? Wie soll ich das nur alles machen? Soll ich euch vielleicht auch noch an die Hand nehmen? Ihr müsst zumal... Wenn ihr dann den Ring habt... Nein, ich muss ihn noch was anderes fragen. Verdammt. Nichts, alles gut, mein Freund. Dann muss ich jetzt warten, dass ich diesen Diebstahl vollführen kann. Oh mein Gott, echt. Ich warte mal eine Stunde, vielleicht kann ich ihn dann nochmal drauf ansprechen, was weiß ich. Komm schon, mein Kumpel. Oh, nix, okay, dann nerv ich dich halt nicht. Mähen. Oh, dann warte ich bis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bam. Okay, bin offstream, laggt gerade bei Hitbox und Twitch. Viel Spaß noch und gute Nacht. Alles klar, gute Nacht. Dir auch noch viel Spaß und so. Ciao. Also, Junge, wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ich bin bereit. Fangen wir an. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ja.
Genau. Klingt auf jeden Fall plausibel. Muss ich jetzt was machen? Sprich mit Brynjolf? Warte. Stiehl mal die Siesring. So war's. Da bin ich, da muss ich hin. Ups. Ich hätte mir das gar nicht anhören müssen. Mist. Oh. Ganz vorsichtig und leise. Und noch eine Schatulle. Oh. Ein bisschen rechts. Jawohl. Like a boss. So, raus mit dem Zeug. Und weiter zu dem Brandschei. Und dem guten Mann jubeln wir jetzt ganz unauffällig. Da schaut doch einer nach hinten. Na, egal. Jubeln wir unter diesen Madisis Silbering. Nix, alles gut. Was ist da los? Meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech, aber so läuft es wohl einfach. Aber egal, ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser ist, es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. Die Bezahlung ist wirklich gut, aber ich weiß nicht. So, die Quest wäre abgeschlossen, dann machen wir doch noch. Wollt ihr denn noch alles wissen? Die nächste? Nicht? Okay. Moment. Esperns Versteck. Im Rattenweg. Ah, okay. Der muss wohl ohne mir sein. Schauen wir doch unter mich. Da ist doch schon. Einmal in the right way. Den machen wir noch einmal durch. Und dann beende ich den Stream für heute. La da 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 da. Ich überprüfe den Eingang zum Rattenweg. Ich bin gleich wieder da. Was war das? Oh. Okay. Also doch keine allzu gut gesinnten Gegners, Freundes und so. Ja. Keine Freunde von mir. Verstehe schon. Ich wollte ja nur Hallo sagen, aber dann halt nicht, ey. Dann halt nicht. Wer nicht will, hat schon. Ja, kannst du auch nicht. Hä? Mein Gott. Wie sind wir daneben geht so? Dieser letzte Schuss. Mann, egal. So. Da da dam 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 dam. Stahlpfeile, Eisenpfeile. Da gäbe es noch einen orkischen Bogen, aber den brauche ich nicht. Der andere ist viel besser. So. Gibt's den Hebel? Nee.
Okay, dann einmal nach unten. Hopp. Na, wo seid ihr, meine Freunde? Niemand da? Oh, ups. Gar nicht gesehen, da war eine Falle dran. Ups. Hallo? Ha, hier gibt's mal wieder was zum Abfackeln. Entdeckt? Ne. Niemand kann mich sehen. Oh doch. Ein Skever. Herrgott! Wieso schaffe ich's denn nicht, ey? Ohne Spaß. Huh? Hier liegen einfach Fallen rum. Oh, der schlägt einfach nur mit den Fäusten. Gian die Faust. Den habe ich gar nicht gesehen. Da habe ich wohl jemand übersehen. Ups. Das wollte ich nicht. Waffenlose Treffer verursachen 10% zusätzlichen Schaden. Wäre halt ganz cool. Ausdauer regeneriert 20% schneller. Auch nicht schlecht. Für so Feuchtkämpfe jedes Mal ist das halt schon ganz lustig. Ich zieh mal den Ring an. Ich meine, hier habe ich 15% mehr Schaden. Wenn ich aber mehr Ausdauer regeneriere und es so schnell regeneriert. Nee, hilft nicht. Okay, ich passe ein bisschen. Wenn es halt unendlich gewesen wäre, wäre es ganz cool gewesen. So nehme ich aber lieber den Bogendinger. Der rentiert sich dann doch weitaus mehr. So. Nope, da brauche ich nicht. Noch eine Tür. Noch ein paar Gegner. Ist da jemand? Hallo? Nee. Nee, das ist leer. Oh shit. Ich sollte nicht so langsam hier rumdackeln. Ups. Ist da jemand? Nee. Ein toter Skever. Hallo, toter Skever. Was machst du hier so ganz alleine? In so einer verlassenen Gegend? Franzi Kohlkopf, ja, ich bin um nach 23 Uhr ausnahmsweise nur halt noch da. Und red mit mir selbst. Ein Taugenichts. Oh. Ja. Äußerst Taugenichts. Oh, fies. Der Bettler. Jawohl, Taschendiebstahl, war ja klar. Sehr schön. Ja, aber ich spiele gerade noch ein bisschen Skyrim. Ich hoffe, das stört dich nicht so sehr, Franzi. Die zersplitterte Flasche. Da gehen wir doch hin. Ich zock gerade bloß noch ein bisschen gemütlich für mich selbst. Ah, wir sind schon da, okay. Alles easy. Alles gut. Wenn ihr euch unterhalten wollt, ist die zersplitterte Flasche nicht der richtige Ort. Ja. Nee. Das haben wir alle schon mal gehört, Green. Macht euch nichts vor. Es ist Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, alter Freund. Ihr, Vex, Mercer, ihr alle gehört einer aussterbenden Gattung. Dinge ändern sich. Eine aussterbende Art, was? Und wie nennt ihr das? Sieh an, sieh an. Ich bin beeindruckt, Bürschchen. Ich war mir nicht sicher. Ja, ich weiß doch. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe gemacht habe. Das hier ist eine Katastrophe. Wenn ihr einen Palast erwartet habt, seid ihr vielleicht nicht für diese Art von Arbeit geeignet. Unsere Methoden schließen Geheimhaltung und Diskretion ein. Also, wenn ihr mit dem Jammern fertig seid, würdet ihr euch für mich um ein paar Schuldner kümmern. Schuldner? Was haben sie getan? Klingt gut. Um wen geht es? Kiraba, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher.
Wie soll ich vorgehen? Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Ist so gut wie erledigt. Sehr schön. Gut. So, wir reden mit dem guten anderen Mann. Ich suche einen alten Mann, der sich irgendwo in Riften versteckt. Ich muss mit ihm reden. Ich bin ein Freund. Sein Leben ist in Gefahr. Das ist eine rührende Geschichte. Und jetzt geht mir aus den Augen. Probieren wir es halt nochmal. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Vielleicht hilft das hier eurem Gedächtnis ja ein wenig auf die Sprünge. Nun, wenn ihr das so ausdrückt, ich glaube, ich kenne den alten Kerl, den ihr meint. Der versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenweges. Er verlässt diesen Ort so gut wie nie. Lässt sich Essen bringen und so weiter. Ein wunderlicher alter Kauz, was man so hört. Damit das hier überhaupt auffällt, muss er wirklich eine Schraube locker haben. Der alte Kerl, der sich hier unten versteckt. Wo wohnt er? Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Ratten. Ja, das habe ich schon gehört, danke. Dann halt nicht. Wächs, mit dir müsste ich noch reden. Habt ihr denn nichts zu tun? Okay, dann halt nicht. Vielleicht habe ich dann Arbeit für euch. The Ratway Vaults. Noch ein Stück runter. So, schauen wir mal rein. Hier ist nicht gut Kirschen essen mit den Leuten. Ist das eine Wache, oder? Soldat der Talmor. Ah ne, die Talmor sind ja nicht mehr meine Freunde. Oh, damn. Nicht schon wieder so ein Kack-Zauber-Spacken, ey. Jedes Mal diese Zauberer-Mongos. Gehen einem echt auf den Sack. Oh, shit. Noch so ein Soldat. Lass mal sein, ey. Oh Gott. Halt mal dein Maul. Jetzt ist vorbei hier mit lustig. Ja, ja. Stich nur in mich rein, mein Freund, wa? Gib mir. Nee. So ist nicht. Keine Chance gegen meinen Bogen. Oh, Kackzauberer jedes Mal, ey. Ein Ende den Zauberern. Oh, es wird schon richtig spät. Ich sollte es dann echt beenden, glaube ich. Schade, weil ich wollte die Quest eigentlich noch fertig machen, aber die dauert definitiv noch länger, als ich denke. Deswegen laufe ich mal ein Stück zurück und lock dann da aus. So, la. Ich hoffe, mich hat niemand gesehen. Nö, alles gut. Schön. Dann gehen wir zurück in die zersplitterte Flasche. Ich setze mich dieses Mal nicht hin. Vielleicht lag es ja an dem Hinsetzen, dass es nicht mehr laden ging. Ich weiß es nicht. Aber ich speichere hier dran mal. Stell mich hier so hin. Bam. Speichern! Neuer Spielstand. Ich mach mal ein, zwei Spielstände, dass auch garantiert einer funktioniert. Einer noch an einer anderen Stelle oder so. Ja, bin ich mir sicher. Garantiert. So, wir gehen auch zurück in den Rattenweg. Vielleicht ist da ja auch noch gut zum Speichern, was weiß ich. Genügend Spielstände sind immer gut. So. Dann würde ich nämlich sagen, ich gehe ins Hauptmenü, so. Und dann verabschiede ich mich nämlich wieder. Dann war es das mal vorerst. Und Franzi, dankeschön fürs nochmal reinschalten. Ach, freut mich, dass du doch da warst. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch eine gute Nacht. Und bis hoffentlich morgen wieder. Um 19 Uhr. Bis dahin. Haut rein, schlaft gut, ciao!